geht hier so und willkommen zu einem neuen Video von mir, Aikotuka, ihr wisst Bescheid. So, bevor das Video beginnt, ihr kennt's, jetzt wird erstmal ein Kommentar auf einen Kommentar reacted. Schauen wir uns den mal an. SK schreibt, bring einfach alles außer 187 Tabak. So Leute, heute stelle ich euch den neuen 187 Dragon Blood vor und ihr habt es euch nämlich gewünscht im letzten Voting. Heute könnt ihr auch wieder voten. Hier oben ploppt was auf. Ich mache diesmal immer nur 3 Marken, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Ihr entscheidet, welche Marke ich als nächstes vorstellen soll und dann kommt random halt eben eine Marke, halt eben nicht die Sorte, ne? Sonst ist ja Spoiler dies und das, ihr wisst Bescheid, Lego mit dem Video. So Leute, kommen wir als erstes mal zu der OVP von Dragon Blood. Finde das ja immer ansprechend, so die Verpackung von 187. Der Schnitt ist mittel bis fein. Feuchtigkeit sehr gut eingezogen und ja, braun gehalten das Ganze. Tabak ist schon drin gelagert, einfach nur diese Verpackung abziehen und schon ist der Tabak drin. Keine glitschigen Hände, man kennt es, dies und das. So ist das super. Und was soll das denn eigentlich sein, meine Freunde? Das ist Grapefruit, Goji-Beeren, keine Ahnung, Blutorange und Minze, Menthol, irgendwie sowas in die Richtung. Keine Ahnung, was das für Beeren sind. Aber gucken wir einfach mal, wie das Ganze so schmeckt. So, meine Freunde, kommen wir zum Setup, der übrigens auch in der Beschreibung drin ist. 3 Black Kokos, Kaminaufsatz von Jime, KS Apo und meine NPS Mikro. Man schmeckt ganz klar die Grapefruit, man schmeckt sehr gut im Abgang so eine spritzige Blutorange, die man von Vampire Knights kennt und die ich auch sehr abfeiere, muss ich ehrlich sagen. Und den ich schon fast besser finde als in Vampire Knights, diese Blutorange. Das spielt sehr gut zusammen, weil Grapefruit und Blutorange ähneln sich in so einem gewissen Punkt von dieser herben Note. Und ja, Minze, Menthol, hauchdünn. Hauchdünn, das merkt man gar nicht. Also für jemanden, wo sagt, ich rauche nicht gern Menthol oder Minze, ist das jetzt eigentlich komplett verträglich für die Person, denn ich merke da kaum was, nur wirklich hauchdünn im Abgang. Also das ist mehr so, ist schon so eine frische Note, die man von so einer Zitrone oder einer Orange oder sowas kennt. So eine spritzige Note halt. Ja, und ich muss sagen, Goji-Beeren, keine Ahnung, wie das schmecken soll. Ich finde, dass da noch was mit dabei ist, was ich halt eben nicht so gut beschreiben kann in dem Sinne. Weil ich jetzt einfach diese Note, die ist einfach komplett komisch. Die Blutorange ist zwar im Abgang, aber das ist schon das, was man am meisten schmeckt. Gepaart mit einer sehr guten Grapefruit, leichte Frische, wie schon erwähnt. Und halt so einer gewissen Note, die schon in so eine Richtung, ich sag jetzt mal so leicht medizinisch geht. So wie man das von so einem Hustensaft oder irgendwie sowas, so wirklich hauchdünn in die Richtung. Echt komische Mische. Und ja, ich finde, das Ganze ist nicht so stark. Das geht eigentlich relativ smooth rüber. Ist halt eben so ein fruchtiger Sommermix und ich muss sagen, ich habe schon einiges an 187 geraucht, aber ich finde den wirklich lecker, Leute. Also den kann ich wirklich rauchen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir den jetzt nochmal kaufen würde, aber ist auf jeden Fall kein Fehlkauf. Ich habe da im Grunde eigentlich auch nichts zu bemängeln. Der Tabak ist intensiv, schmeckt gut. Und ja, der Tabak, den habe ich mir erst vor kurzem geholt, da ihr ja dafür gewotet habt. Und ich dachte, komm, ich hole mir mal den neuesten 187 raus. Und das ist halt eben der, wo am neuesten rausgekommen ist. Wenn man so auf diese blutorange Grapefruit sowas steht, sowas Frisches, Fruchtiges, ist an sich nicht schlecht, Leute. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr ja kein Video mehr verpasst. Und wir sehen uns dann wieder am Freitag, Leute. Macht's gut, bis dann. Ciao!